Verletzte ringen um Luft, brechen zusammen, werden abtransportiert. Am 20. März 1995 steht Tokio unter Schock, als Mitglieder der Aum-Sekte einen Anschlag auf die U-Bahn in der japanischen Hauptstadt verüben. Das Giftgas Sarin hatten die Täter in Plastiktüten gepackt und mit angespitzten Regenschirmen durchlöchert, damit das Gas entweichen kann. Hintergrund war die Überzeugung der Sekte, dass die Welt bald untergehen würde. 13 Menschen werden bei dem Anschlag getötet, mehr als 6000 weitere verletzt. Nun wurden 7 Mitglieder der Endzeit-Sekte hingerichtet. Diese Anschlagsserie war gut organisiert. Das waren äußerst grausame und ernste Taten, die beispiellos sind und nie wieder vorkommen dürfen. Sie haben nicht nur das japanische Volk, sondern auch die Menschen im Ausland in extremen Schrecken versetzt und die Gesellschaft erschüttert. Alle 7 Verurteilten wurden gehängt, unter ihnen auch der ehemalige Anführer der Sekte Shoko Asahara. Es waren die größten zeitgleich stattfindenden Hinrichtungen in Japan seit mehr als 100 Jahren. Die Opfer leiden immer noch. Auch wenn die Hinrichtungen ihre Wunden nicht vollständig heilen, aber solche Menschen wie die Sektenmitglieder sollten den Tod finden. Die Tat hatte weltweit für Entsetzen gesorgt und zu einem massiven Vorgehen der Behörden gegen die Sekte geführt.